Der französische Weltmeister Antoine Griezmann hat in den höchsten Tönen von der Bundesliga geschwärmt. Einen zeitnahen Abschied von Atletico Madrid schloss er allerdings trotzdem klar aus, könnte sein, antwortete Griezmann in einem Interview mit dem Kicker vor dem Champions League Heimspiel gegen Borussia Dortmund, Dienstag, 21 Uhr im Live-Ticker und live auf der ZN auf die Frage, ob er sich einen Wechsel nach Deutschland vorstellen könne. Aber ich fühle mich sehr wohl bei Atletico, grenzte er diese Möglichkeit gleich wieder ein. Antoine Griezmann, die Bundesliga ist sehr attraktiv, der Superstar aus Frankreich geht seit 2014 für die Orient Blancos auf Torejagd und verlängerte erst im Sommer seinen Vertrag bei den Madrilenen bis 2023. Darin ist eine Ausstiegsklausel von 200 Millionen Euro verankert. Wir haben hier ein schönes Projekt, mit dem ich mich zu 100% identifiziere. Ich will dem Club helfen zu wachsen, wie er mir hilft zu wachsen. Und wir wollen Historisches schaffen, betonte Griezmann. Allerdings outete sich der 27-Jährige als Fan der Bundesliga, es wird Angriffsfußball gespielt, es fallen viele Tore, wie wir neulich in Dortmund erleben mussten. Die Liga ist sehr attraktiv. Im internationalen Vergleich würde er jedoch Spanien auf Platz 1 setzen. In den Achtel- und Viertelfinals der Champions League stehen immer viele spanische Mannschaften. Erst danach folge die Bundesliga oder die Premier League. Die Premier League ist zwar populärer und wird weltweit am meisten angeschaut, da steht die Bundesliga etwas im Schatten, man spricht weniger über sie. Aber was Talente und die Mannschaften anbetrifft, nehmen sich diese beiden Ligen nicht viel.